Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich direkt zwei Trading-Tipps in nur einem Video für euch am Start. Und falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und ich muss mich auch nochmal bedanken für 28.000 Abonnenten. Das ist wirklich eine Riesenzahl und das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich da Tag für Tag supportet und wirklich auch meine Videos schaut. Und ja, danke einfach nur wirklich da an jeden Einzelnen von euch. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon direkt mit der ersten von den beiden Methoden, die ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar gehen wir dazu mal auf die Transferliste, spulen hier ein bisschen zurück und kommen gleich zu einer Karte, ja, wo ich einfach nur massig Coins gemacht habe. Ihr seht es hier. James Rodriguez für 380.000 Münzen verkauft. Ja, ich habe heute reingeschaut in die Companion App und dachte mir nur so, scheiße, als ob das gerade wirklich funktioniert hat. Ihr müsst wissen, ich habe James Rodriguez über, glaube ich, 4 Wochen oder 3 Wochen, ich weiß nicht, das Video ist eh noch draußen, also das war jetzt nicht so lange her, das ist jetzt maximal einen Monat her. Seitdem ist ja FIFA auch noch gar nicht draußen, also ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Das ist jetzt wirklich, wie gesagt, maximal einen Monat her und da habe ich eben den James Rodriguez immer und immer wieder reingestellt, ja. Müssten, glaube ich, eh nur so 2 Wochen sein. Wie gesagt, also jetzt wirklich nicht länger als einen Monat, weil das eben gar nicht geht, weil FIFA da noch gar nicht richtig draußen war. Also, ihr merkt hier, ich habe ziemlich schnell, also im Verhältnis schnell Coins gemacht, denn ich habe die Karte einfach für 380.000 Münzen reingestellt und dachte mir nur so, yo, ich warte einfach mal, ob James irgendwie besser wird, ob James einen Inform oder so bekommt. Und währenddessen stelle ich ihn einfach verdammt überteuert auf den Markt, weil ich ja eh keinen Verlust machen kann, sage ich mal. Also es ist ja intelligenter, den Spieler überteuert reinzustellen, als ihn im Verein zu bunkern. Denn wenn ihr ihn im Verein habt, könnt ihr gar keine Coins machen im Moment. Und ihr könnt das Glück gar nicht haben, dass euch so ein Spieler abgekauft wird. Ich habe den eben, wie gesagt, immer wieder reingestellt. Jede Stunde einfach bei alle Anbieten draufgedrückt. Und da war James dann eben immer dabei für 380.000. Und dann habe ich ihn echt wegbekommen jetzt. Und das ist einfach nur krass. Ich habe mit dem Spieler einfach 200.000 Gewinn gemacht. Wir merken uns, für 380.000 haben wir ihn verkauft. Und wenn wir hier mal schauen, James Rodriguez Special, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier so auf 160.000 Münzen. Und dann sehen wir auch schon, dass da welche kommen werden. Okay, 170.000 im aktuellen Fall. 163.000 kostet der günstigste James Rodriguez. Und es ist einfach nur krass, wie viele Coins ich da gemacht habe. Ich dachte mir so kurz, warte mal, hat er irgendwie gut gespielt oder ist irgendwas passiert, dass der jetzt auf einmal weggegangen ist? Aber er kostet einfach nur 160.000 Münzen und ich habe ihn für 380.000 wegbekommen. Ja, richtig, richtig krass. Man muss da natürlich auch aufpassen, beziehungsweise ich habe da auch die Sorge, dass ich da jetzt irgendwie Stress bekomme mit EA, weil das halt auch irgendwo so wirkt, als ob ich jetzt irgendwie Coins gekauft hätte. Aber im Normalfall dürfte mir da nichts passieren, weil ich ja irgendwie keine genaue Beziehung, keine Verläufe oder so zu dem Account habe, wo James eben gekauft wurde. Wieso er jetzt im Endeffekt gekauft wurde, ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt anscheinend Leute, die überhaupt nicht drauf achten, die verdrücken sich. Ich weiß es nicht, Leute. Tatsache ist, dass mir selber das Ganze jetzt passiert ist. Ich habe James verkauft und das ist Tatsache und das ist das, was zählt. Und wieso das Ganze so ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig für uns. Wichtig ist für uns nur, dass wir einen Spieler kaufen und ihn dann teurer verkaufen. Und das ist in dem Fall eben sowas von gut gelungen. Und da habe ich eben über 200.000 Münzen Gewinn gemacht. Das ist echt verdammt, verdammt geil. Deswegen kann ich euch raten, Leute, kauft euch Wants-to-Watch-Karten, beziehungsweise wenn ihr sowieso Wants-to-Watch-Karten habt, zum Beispiel wenn ihr jetzt irgendwie in Salah investiert habt, dann stellt den, während ihr ihn halt bunkert sozusagen, also während ihr hofft, dass er eine Informkarte bekommt und dadurch seine Wants-to-Watch eben steigt, dann stellt ihr währenddessen seine Wants-to-Watch einfach komplett überteuert auf dem Markt, ja, für einen Preis, den die Karte wahrscheinlich sowieso nie erreichen wird. Aber stellt die Karten rein, das ist wichtig, denn es gibt Leute, die kaufen. Es gibt einfach solche, ja, es gibt Menschen anscheinend, die diese Karten kaufen. Keine Ahnung, wer das ist. Das müssen Leute sein, die verdammt viele Coins haben und einfach überhaupt nicht drauf achten. Ja, aber stellt Spieler rein, falls ihr irgendwie so Wants-to-Watch-Tests habt oder so, stellt ihr einfach mal rein. Okay, Freunde, das ist an sich so die erste Trading-Methode gewesen. Also ich möchte hier, wie gesagt, das eine Beispiel einfach zeigen, beziehungsweise ja, einfach hier verdeutlichen, dass es möglich ist, extrem leicht Coins zu machen in FIFA 18 und da habe ich eben 200.000 plus aus der ganzen Aktion rausgezogen. So, dann kommen wir zum zweiten Trading-Tipp und der befindet sich hier direkt daneben und das ist ein Trading-Tipp, bei dem man Abschluss-Informs
ja, für 15k oder halt auch 20k oder so reinstellt und eben auch hofft, dass sich diese Karten verkaufen. Wieso sollten sie sich verkaufen? Wenn jetzt wer zum Beispiel Altidor holen will, ja, dann geht er gerne mal auf den Preisvergleich, also der baut sich das Team so im Dream Squad, geht dann auf den Preisvergleich und dann schaut er einfach mal so nach, yo, Altidor 15.000, ja, nehme ich mit, der wird nicht viel günstiger sein. Ja, ob 10.000 oder 15.000, das ist manchen Leuten mittlerweile echt schon egal und das ist halt richtig krass. Und ihr habt es hier auch gesehen, also Altidor ist weggegangen für 15.000 Münzen und das ist halt auch ein Abschlussinform gewesen. Als ich ihn eingekauft habe, habe ich, glaube ich, für 10.000 Münzen gekauft damals. Und ja, ich möchte jetzt einfach mit euch nochmal hier reinschauen und was eben auch immer passieren kann, ist, dass Inform SBCs rauskommen, beziehungsweise SBCs, wo man halt Informs braucht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine SBC rauskommt, wo du irgendwie 2 Gold-Informs brauchst, dann steigen diese natürlich auch an und dann können die auch wirklich im Wert steigen. Das heißt, es ist so eine Investition und ein überteuertes Anbieten gleichzeitig. Das mache ich echt öfter mal so. Also wenn ich irgendwie investiere, dann stelle ich die Spieler meistens überteuert rein. Also ich habe auch einige 84er und 83er auf der Transferliste, die ich einfach währenddessen überteuert reinstelle. Wieso auch nicht, Leute? Es wäre ja blöd, wenn ich die Spieler alle nur bunker und... ja, immer nur warte. In der Zeit können sich ja derweil auch Karten verkaufen, ja. Und das ist halt das, was ich euch so mitgeben will. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall zum Beispiel den Pereiro, mit dem man das machen könnte. Ich würde euch nämlich nicht raten, das mit solchen Spielern zu machen, weil die einfach viel zu schlechte Werte haben und ein viel zu niedriges Rating. Also nicht diese, ja, zum Beispiel aus der dritten Liga jetzt oder so, sondern eher halt schon die, die, sagen wir, über 79 oder so geratet sind. Und da wäre eben jetzt dieser Pereiro ein gutes Beispiel. Oder der hier, der würde auch noch gehen. Oder da war ein 82er noch. Der Beresutski könnte man auch probieren. Also ich werde mir da jetzt ein, zwei Stück holen und die dann einfach mal ein bisschen teurer reinstellen. Mal schauen, da ist jetzt leider nichts mehr. Und ja, dann nehme ich jetzt hier einmal den mit, wenn ich ihn bekomme. Jawohl, habe ich bekommen. Dann den Beresutski, den nehmen wir auch noch mit, aber den suche ich gleich extra noch. Und da war auch noch irgendeine Karte. Also Beresutski merken wir uns. Und der, ja genau, der Pereiro, den nehme ich jetzt auch mal mit. Okay, habe ich nicht bekommen. Also Pereiro und Beresutski holen wir uns noch. Und den da, den stellen wir jetzt einfach rein. Ich schaue, dass es 7 Verträge hat. Hat er zum Glück, hätte ich natürlich vorher schauen müssen. Und den stelle ich jetzt mal so rein für 17.000. Und ich hoffe einfach, dass er sich verkauft. Wenn er sich nicht verkauft, ist es dennoch eine Investition, falls eben passende SBCs rauskommen. Das heißt, wir machen so und so Gewinn und so einen Inform kannst du sowieso immer so für 13.000 oder so auch wegbekommen. Und das wäre natürlich auch immer noch ein Gewinn. So, jetzt holen wir uns den Beresutski. Schauen wir mal nach, ob wir den vielleicht noch günstiger bekommen. Okay, bekommen wir nicht. 10.500, 11.000. Ja gut, ist das irgendwie die falsche Karte? Ich glaube schon, ja. Ja, ist die falsche Karte. Beresutski, da ist er nochmal. Das ist jetzt der richtige Alter. Das müsste aber der Bruder sein. Also da hoffe ich, dass ich jetzt keinen Blödsinn sage, aber das sieht halt einfach 1:1 so aus. So, 10.500, 7 Verträge, 99 Fitness ist immer wichtig. Viele Leute wollen frische Spieler haben, wo die Statistik noch nicht angefasst ist, sage ich mal, sodass die Karte bei ihnen selbst aufgebaut wird. Und wir stellen den jetzt eben auch rein, so für, ja, sagen wir bei ihm 18.000 und machen... ja, 15.000 Startpreis. Also ich würde euch da raten, immer zu variieren bei den Preisen, jetzt nicht alle reinzustellen für genau 15.000, sondern da ein bisschen zu variieren und eben die Spieler nicht genau für denselben Preis reinzustellen. Das ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich und dann verkauft ihr die Spieler halt einfach besser. Und der letzte Spieler war dann irgendwie Pereiro oder so. Ich schaue mal, ob ich den da finde. Pereiro, das müsste der sein und das ist der auch. Für 10.000 Münzen, 7 Verträge, hoppala. 7 Verträge, komm. Jawohl, haben wir noch bekommen. 10.000 Münzen, das ist halt, du kannst halt keinen Verlust machen. Du könntest ihn jetzt abstoßen für 9.882 Münzen. Das heißt, du würdest auch nur 118 Münzen Verlust machen. Und das ist ja eigentlich gar nichts. Also, man kann nicht wirklich Verlust machen. Das ist halt ganz angenehm. So, den stelle ich ein bisschen günstiger rein. Da mache ich jetzt so, ja, 16.000 Münzen, 14.000 Startpreis und der hat ja auch gar nicht so schlechte Werte, die Liga ist halt ein bisschen blöd und die Nation ist jetzt auch nicht perfekt, aber der wird sich sicher auch verkaufen. Ich meine, Altidor hat sich ja auch für 15.000 Münzen verkauft und das ist auf jeden Fall auch noch eine Methode eben, die ich euch unbedingt mal zeigen wollte. Und ja, Freunde, das war es jetzt an sich auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Trading Tipp Video. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und vielen Dank nochmal für die 28.000 Abonnenten. Falls ich nochmal vielleicht zu diesen Silberspielern hier was raus
raushauen soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare oder hier, Leute, das ist alles überteuert, verkaufen funktioniert immer noch ganz gut. Aber ja, okay, das mit den Silberspielern haue ich jetzt einfach noch raus, so als extra. Und zwar habe ich die alle ja für 150 bis 300 Münzen eingekauft und dann einfach immer wieder reingestellt und die sind halt weggegangen. Das ist richtig krass gewesen. Und das hier ist alles überteuert verkauft. Das ist alles überteuert verkauft. Man kann da echt leicht Coins machen. Und ja, Freunde, dann war es das jetzt mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, die Links in der Beschreibung abzuchecken. Und habt immer High Hopes und ciao.